Vor circa einer halben Stunde war ich seit längerem mal wieder bei der Tafel hier in Bad Meinberg und habe wieder jede Menge wunderbare, vor allem frische Lebensmittel bekommen, wie ihr hier sehen könnt. Und die möchte ich euch jetzt gerne gleich mal näher vorstellen und auch so ein bisschen darauf eingehen, für was ich die einzelnen Lebensmittel verwende. Hallo und willkommen zu einem Tafelvideo. Wie schon bereits eben erwähnt, gehe ich seit einiger Zeit ab und zu mal zu der Tafel hier in Bad Meinberg. Die Tafel findet hier zwei bis dreimal im Monat statt, je nachdem. Und ich finde das eine richtig gute Sache, denn es wird von der Industrie, werden so viele Lebensmittel weggeworfen, nur weil sie vielleicht ein bisschen krumm gewachsen sind oder eine Delle haben oder einfach nicht mehr ganz so frisch sind. Und wiederum in anderen Ländern verhungern schier die Menschen, ja. Und ja, deswegen gehe ich da auch gerne hin. So kann ich zumindest einen kleinen Beitrag auch oder meinen Beitrag beisteuern, indem ich diese Lebensmittel rette. Des Weiteren, also ein weiterer Aspekt für mich ist natürlich auch, dass ich so auch etwas Geld spare. Ne? So habe ich, schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ich hatte mir das ein oder andere im Kopf mental gewünscht, bevor ich da hingegangen bin. Und ja, diese Wünsche sind mehr oder weniger sogar in Erfüllung gegangen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ja, und ich wünsche mir auch immer, dass ich vor allem frische Lebensmittel bekomme und nicht so sehr viele verarbeitete. Und da habe ich heute auch wieder Glück gehabt. Ja, dann fange ich jetzt mal mit dem frischen Obst bzw. den frischen süßen Früchten zuerst an. Ich wollte schon in den letzten 2 Wochen, hatte ich schon überlegt, ob ich mir mal ein Stück Wassermelone kaufen soll, habe es aber nicht gemacht. Jetzt weiß ich auch warum. Ja. Jetzt habe ich dort ein großes Stück Wassermelone geschenkt bekommen. Ja, und freue mich sehr darüber. Die werde ich, denke ich, auch heute noch essen. Vielleicht teile ich sie auch mit meinem Mitbewohner. Ich wohne in einer WG, falls du das noch nicht weißt. Dann, achso, und ich habe dieses Jahr noch gar nicht Wassermelone gegessen. Also es ist die erste jetzt in diesem Jahr. Die sieht ja auch richtig schön, also die ist schön tiefrot. Ich denke mal, dass die auch gut süß ist. Ja. Dann waren einmal Erdbeeren dabei, die sind sogar aus Deutschland. Ja, habe ich hinten drauf geschaut. Erdbeeren habe ich mir dieses Jahr auch noch nicht gekauft, da ich längere Zeit in La Gomera war und dort werden keine Erdbeeren angebaut und somit sind die dann dort sehr kostspielig. Genau, da gibt es ja dann Mangos, Papayas, Feigen und so weiter. Ne? Ja, aber ich freue mich sehr über die Erdbeeren. Ja, die werde ich wahrscheinlich trotzdem pur essen. Das Grün an den Erdbeeren esse ich übrigens auch immer mit, da die grünen Blätter besonders viele Mineralstoffe und Vitamine haben sollen, noch mehr als die Frucht selber. Genau. So, dann. Ich habe gestern meinen letzten Apfel gegessen und hatte schon überlegt, ob ich mir morgen vielleicht ein, zwei neue Äpfel kaufe für meine Bananen. Zum Reifen. Das brauche ich aber jetzt nicht mehr, da ich
auch 3 Äpfel bekommen habe bei der Tafel. Wunderbar. Ja, Äpfel nehme ich, wie gesagt, vor allem zum Reifen für meine Bananen oder andere Früchte, damit sie schneller reifen. Aber manchmal esse ich sie natürlich auch. Also ich esse sie immer. Ja. Aber zuerst nehme ich sie halt zum Reifen. So, dann war noch eine einzelne Orange mit dabei. Die werde ich mir eventuell ja entweder so auspressen oder ich schnippel sie mir mit in meinen morgendlichen Fruchtsalat. Ja, je nachdem. Vielleicht mache ich mir daraus auch einen Möhren-Apfelsalat. Das wäre auch eine Idee. Ich habe nämlich noch einige Biomöhren da. Äpfel habe ich jetzt ja auch. Und die Soße davon, von diesem Salat, die mache ich immer aus Orangensaft und entweder ein bisschen Honig oder einem anderen Süßungsmittel, je nachdem, was ich halt gerade da habe. So, dann sind hier auch noch Zuckeraprikosen dabei. Genau die gleichen habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft in Horn. Die waren aber reifer als die. Die sind jetzt ein bisschen grün noch. Und die waren richtig lecker. Habe ich zum ersten Mal gekauft. Den Aprikosen esse ich eigentlich nicht so gerne. Aber die kleinen, doch, die sind schon echt lecker. Ja, vielleicht reifen die ja auch noch ein bisschen nach. Die schnippel ich mir auch meistens in mein morgendliches Früchtekompott oder in meinen Früchtesalat. Oder ich haue es mir mit in den Smoothie rein. Ja. Dann war noch eine Zucchini dabei. Die hatte ich mir gewünscht, da ich es länger keine mehr hatte. Ich habe noch ein paar Gnocchis übrig. Und damit ich mir eine leckere mediterrane Soße dann dazu kochen mit Zucchini, Paprika und Tomaten. Genau. Ach, das ist ja gar keine süße Frucht, das sehe ich ja jetzt erst. Entschuldigt. Naja, aber es ist auch eine Frucht. Die hatte sich jetzt dazwischen reingemogelt. So, und morgen hatte ich ursprünglich vor, zum Edeka hier in Bad Meinberg zu gehen, um mir noch ein paar Bananen zu holen, da ich nicht mehr so viele habe, jetzt für übers Wochenende. Ja, brauche ich aber nicht, da ich von der Tafel auch diese Bananen bekommen habe. Das sind sogar alles Bio-Bananen. Hatte ich mir auch gewünscht oder ich hatte es gehofft. Und auch dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. So brauche ich jetzt nicht mehr zum Edeka hier im Ort. Dann waren auch noch diese Trauben mit dabei. Grüne und auch rote. Die roten mag ich besonders gern, aber die grünen sind auch schon schön. Ja. Schön reif, sage ich mal, dann mag ich die auch gerne, dann sind die nicht so sauer. Die esse ich meistens gerade so pur. Dann habe ich hier noch einmal Heidelbeeren. Ich denke mal, das sind Bio-Heidelbeeren, da die in so einem Karton drin sind. Ja. Ja, die esse ich auch sehr gerne, entweder pur oder in einem veganen Drink. Oder auch in einem veganen Kokosjoghurt. Das finden die auch besonders lecker. Also mir zumindest. Kannst du ja auch mal ausprobieren. Des Weiteren waren dann auch noch Pflaumen mit dabei. Das sind jetzt auch die ersten Pflaumen für mich in diesem Jahr. Die esse ich auch gerne pur. Oder gebe sie mir mit anderen Früchten zusammen. Ja, und esse die dann so als Fruchtmus oder Fruchtsalat. Genau. Dann hatte ich mir einen Fenchel gewünscht. Ich esse so gern Fenchel. Also den gebe ich mir sehr gerne mit in den Smoothie. Das gibt so einen tollen, frischen Geschmack. Und einen Fenchel habe ich auch dort bekommen. Ja, von daher freue ich mich da sehr drüber. Des Weiteren so einen Pak Choi, nennt er sich, glaube ich.
Davon habe ich auch schon mal welche bei der Tafel bekommen und das kannte ich noch gar nicht. Und ich muss sagen, der schmeckt mir sehr, sehr lecker. Ja. Von daher freue ich mich da auch drüber. Also ich freue mich natürlich über alles, ne? Klar. Aber da freue ich mich besonders drüber. Dann eine große Zucchini. Da war ich zu voreilig. Ich bekomme dort oder habe in der Vergangenheit dort bis jetzt fast jedes Mal eine Aubergine bekommen. Und ich esse allerdings Auberginen nicht wirklich gerne. Deswegen wollte ich die eigentlich nicht mehr annehmen. Aber ja, das ging alles sehr schnell heute. Mal sehen, sonst bekommt sie einer meiner Mitbewohner. Dann hatte ich mir auch gewünscht, vielleicht noch Champignons dort zu bekommen. Und auch dieser Wunsch wurde erfüllt. Und auch die sind aus Deutschland. Ja, die esse ich sehr gerne entweder mit Reis oder mit Dinkel- oder Vollkornnudeln. Da koche ich mir dann so eine Sahnesoße dazu, also mit veganer Sahne. Und sehr viel Petersilie kommt da am Ende immer dran. Ja, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann waren auch 2,5 Kilo Kartoffeln mit in meiner Kiste. Ja, also ich habe dort heute jetzt so eine Kiste bekommen, in der schon alle Lebensmittel drin waren. Das ist aber nicht immer so. Das ist manchmal unterschiedlich. Ja, aber heute war es so. Genau. Kann ich natürlich auch gebrauchen. Ne? Und hier ist auch noch die Paprika für mein mediterranes Gemüse. Für die Nocis, was ich vorhin angesprochen hatte. Genau. So brauche ich die jetzt auch nicht mehr kaufen. So, was haben wir noch an frischen Sachen? Viermal, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Porree, genau. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Entweder gebe ich mir das mit in eine Gemüsesuppe noch zusätzlich dazu, mit anderem Gemüse. Aber besonders gerne mag ich Porree auch mit Kartoffeln oder Nudeln. Aber mit Kartoffeln schmeckt es besonders lecker. Und dann mache ich mir auch eine Sahnesoße da mit dabei, mit veganer Sahne. Sehr, sehr lecker. Ja, kann ich mir das auch einen Tag dann wieder zubereiten. Dann habe ich einmal diese grünen, dicken, also oder breiten Bohnen bekommen. Die esse ich auch sehr, sehr gerne. Die werde ich einfach ja, nur pur als Gemüse mit viel Knoblauch mir zubereiten. Das mag ich sehr gerne. Und dann noch diese gelben Bohnen. Die kenne ich jetzt gar nicht. Ja, falls jemand von euch die kennt und schon zubereitet hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar unten in die Kommentarbox reinschreiben würdest, wenn du denn möchtest, wie du die zubereitest. Ja, das würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich sie mir dann wahrscheinlich einfach auch in die Gemüsesuppe mit reinschnippeln. So, dann habe ich ausnahmsweise mal einen Salat mitgenommen, das erste Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe schon ewig keinen Salat mehr gekauft. Ist das Lollo Rosso, glaube ich. Ja. Ja, also wenn ich Salat esse, dann nur, wenn ich ihn selber anbaue, normalerweise, ja, oder ich verzichte ganz drauf. Aber ja, der war in meiner Kiste, wie gesagt, und deswegen habe ich ihn jetzt heute halt ausnahmsweise mal mitgenommen. Also ich esse ja gerne Salat, so ist es ja nicht. Ne? Dann war noch dieses 500 Gramm Paket Spinat mit dabei. Der ist allerdings nicht mehr so frisch. Den sollte ich aller spätestens morgen aussortieren. Den werde ich mit meinem Mitbewohner auf jeden Fall teilen. Er isst den auch sehr gerne. Und ich nehme den für in den Smoothie mit rein,
Denn roher Spinat schmeckt sehr mild, förmlich nach gar nichts. Deswegen kann man den prima mit in den Smoothie reingeben. Dann war noch dieser Blumenkohl mit dabei. Der ist jetzt nicht mehr der frischeste, aber ja, der ist noch okay. Da werde ich mir wahrscheinlich eine Blumenkohl-Cremesuppe draus zaubern. Hatte ich auch jetzt länger nicht mehr. So. Ja, das war jetzt, wie es aussieht, alles an frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln. Bis auf die Kräuter jetzt noch. Ja, die durfte ich mir selber aussuchen. Das ist einmal, Momentchen, Bio-Majoran, sehr schön. Ah, der duftet auch herrlich. Und einmal Koriander, den mag ich auch mittlerweile sehr gerne. Früher mochte ich den gar nicht, aber ja, nachdem ich ihn öfter mal probiert habe, mag ich ihn mittlerweile sehr. Ja, dann mache ich mal auch ein Tütchen, also 500 Gramm Tellerlinsen mit dabei. Das hatte ich jetzt dort auch noch nicht. Und die sind noch nicht mal abgelaufen. Ja? Die sind noch bis zum 19. Mai 2024 haltbar. Prima. Linsen kann man natürlich, also kann ich auch sehr gut gebrauchen. Die koche ich mir meistens mit Reis zusammen. Ja. Und ein bisschen Möhren vielleicht noch dabei. Ja, einfach so als Linsenreisgericht. Genau. So, dann hatte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht was Süßes mit dabei ist, was Veganes, Süßes, und habe auch da heute Glück gehabt. Und habe einmal von der Marke Vegans zwei Muffins geschenkt bekommen. Also da fehlt jetzt bereits einer, da ich unterwegs schon einen gegessen habe. Sowas kaufe ich mir normalerweise nicht. Ja, aber für geschenkt nehme ich es gerne an. Des Weiteren war auch von der Marke Vegans so ein kleiner Karamell-Crunchy-Riegel mit dabei. Den habe ich auch schon angeknabbert. Der schmeckt mir jetzt allerdings nicht so gut. Ja, also man kann ihn essen, sagen wir mal so. Ja, trotzdem habe ich mich drüber gefreut. Dann wird dort bei der Tafel immer jede Menge Brot und Brötchen und auch so süße Teilchen oder auch würzige Teilchen, manchmal auch Kuchen oder sogar Tortenstücke angeboten. Also das ist etwas, was sie dort am allermeisten haben, diese trockenen Sachen. Ich esse allerdings nicht mehr oft und auch nicht viel Brot und wenn, dann möglichst mein selbstgebackenes. Ja, aber wenn ich schon mal bei der Tafel bin, dann nehme ich immer ein kleines bisschen sowas in der Art mit und habe mir dieses Mal ein, ich weiß es nicht, entweder ist das ein Knoblauchbaguette oder ein Zwiebelbaguette, es duftet jedenfalls fantastisch, habe ich mir mitgenommen. Ja, und dann noch so ein Stück Meerkornbrot. Ist auch schön dunkel, der Teig. Ja, das reicht mir. Dann gab es diesmal auch zweierlei Fleischersatzprodukte. Sowas kaufe ich mir auch nur noch ganz selten. Ja, ja, aber für geschenkt habe ich es dann auch mitgenommen. Das eine ist aber nur vegetarisch. Das sind so eine Art Chicken McNuggets. Die bekommt auch mein Mitbewohner, der isst sowas nämlich auch gerne. Achso, die waren wohl 30% vergünstigt. Ich schätze mal, weil sie abgelaufen sind. Mal schauen, wo hier das Datum steht. Finde ich jetzt auf die Schnelle gar nicht. Ah, hier oben. Naja,
Noch nicht ganz. Bis zum 30.07.2022. Den haben wir heute, glaube ich, noch nicht. Heute ist der 29. Ja, aber die sind auch immer noch länger gut. Also das macht gar nichts. Ja, und dann war noch dabei zweimal so vegane Schnitzel. Ja, sowas kaufe ich auch nicht mehr, aber ich esse sie sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich sie auch mitgenommen und freue mich auch darüber. Die sind beide noch bis heute gut, aber das macht, wie gesagt, nichts. Die halten auch länger oder man kann sie auch einfrieren. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt hatte. Also mittlerweile gehe ich nur noch einmal im Monat zur Tafel. Das reicht mir. Ja, da wir in der Regel, also alle, die da hinkommen, noch deutlich mehr Lebensmittel geschenkt bekommen. Und ich kann die gar nicht so schnell alle essen. Und ja, das wäre ja dann kontraproduktiv, wenn ich dann das, was ich dann nicht essen kann, auch wieder wegwerfen würde. Ne? Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja. Deswegen reicht mir das einmal im Monat. Aber wie gesagt, dafür finde ich es echt eine schöne Sache. Und ja, dadurch gebe ich auch meinen Beitrag mit dabei, indem ich Lebensmittel rette. Ja, dann war es das jetzt. Und ich beende das Video an dieser Stelle. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Tafelvideo gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich mal, bis dann. Ciao.